Ja? Ein grauer Wächter. Ich dachte, sämtliche Wächter Fereldens seien getötet oder verbannt worden. Ach, seht nicht so überrascht rein. Auf meinen Reisen bin ich vielen von euch begegnet und es ist immer etwas Seltsames an euch. Kräftige Hände. Wollt ihr nicht euren Orden verlassen und bei mir anheuern? Derart kräftige Hände könnte ich gut an meinem Ruder gebrauchen. Ja, die Sirenengesang ist mein ganzer Stolz. Sie hat mich von meiner Heimat Rivaine und der Insel von Lomarin bis zur Küste von Parfollen gebracht. Ich brauche lediglich mein Schiff und den Wind im Rücken. Und sobald meine Männer die Annehmlichkeiten des Landes ausgiebig genossen haben, stechen wir wieder in See. Wir werden diese Verderbnis so weit wie möglich hinter uns lassen. Hey, ich werde mich nicht in die Nähe der Verderbnis wagen. Und wenn in eurem Köpfchen auch nur der geringste Verstand steckt, tut ihr das Gleiche. So wie ich das sehe, kann ich weit genug fortsegeln, selbst bis zur anderen Seite des fernen Anderfels. Die See wird für sich selbst sorgen. Ah, natürlich. Ihr habt eine Pflicht zu erfüllen. Wenn ihr uns alle rettet, Herzchen, werde ich zurückkehren, um euch persönlich zu danken. Ich habe an vielen verschiedenen Orten Fähigkeiten erworben und sie zu meinem eigenen, einzigartigen Stil weiterentwickelt. Das Wesentliche daran ist nicht Stärke, sondern Schnelligkeit. Ich nenne mich einen Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Eine ungewöhnliche Bitte von einem gefürchteten Streiter gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Aber ich habe euch beobachtet und den Eindruck gewonnen, dass euch eine gewisse Anmut fehlt, die erforderlich ist. Ihr seid es bereits gewohnt, auf eine bestimmte Art zu kämpfen, richtig? Ich kann euch einige Grundlagen lehren. Vielleicht könnt ihr sie an jemanden weitergeben, der an dem interessiert ist, was ich anzubieten habe. Allerdings möchte ich meinen potenziellen Schüler besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist mir die Ehre eines Spiels. Habt ihr jemals Sündenfall gespielt? Die Regeln sind einfach, aber es ist schwierig, darin wirklich gut zu werden. Ihr müsst das Spiel eures Gegners ebenso im Auge behalten wie euer eigenes. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr? Wie ihr meint. So, das sollte genügen. Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Ah, eine perfekte Karte! Ah, ich kenne diesen Glanz in euren Augen. Ich nehme an, ihr habt gute Karten? Ha! Der Engel des Todes! Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Oh, das ist also euer Blatt? Wollen wir die Regeln nochmal durchgehen? Ich habe 4 Ritter. Rosen, Zeitalter, Opfer und Weisheit. Sie schlagen euer Blatt. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Ah,
das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder... Gut, dann fangt an. Seid ihr endlich soweit? Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Der Dolch der gewundenen Schlange, darauf habe ich gewartet. Bitte, behaltet eure Hände bei euch. Ha, der Engel des Todes. Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Oh, das ist also euer Blatt? Schlangen der Täuschung und Gier, Lieder der Kühnheit und Gnade. Kein herausragendes Blatt, aber es reicht mir zum Sieg. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Nicht so schnell, Herzchen. Ich bin nicht sicher, ob ich euch schon gut genug kenne. Kommt, ein Spiel noch. Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich da... Gut, dann fangt an. Seid ihr endlich soweit? Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Ah, der Ritter der Morgenröte. Genau die Karte, die ich brauchte. Ich glaube, ich werde diese Karte verdeckt spielen. Bitte, behaltet eure Hände bei euch. Ha, der Engel des Todes. Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. 2 Schlangen, ein Lied. Nicht schlecht. Aber der Rest eures Blattes ist ziemlich erbärmlich. Ich habe 3 Engel. Tapferkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit und dazu den Ritter der Morgenröte. Ich habe gewonnen. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Nur einen Moment. Kommt bitte mal her. Diese Isabella betrügt. Habt ihr das bemerkt? Ich glaube, sie hat dabei Hintergedanken. Sie möchte wissen, ob ihr klug genug seid, um ein Duellant zu sein. Und so will sie es herausfinden. Ich glaube, gemeinsam könnten wir sie überlisten. Ich kann euch helfen. Also, spielen wir nochmal? Hört auf, dort hinten zu flüstern! Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr? Wie ihr meint. So, das sollte genügen. Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Es scheint, als wären mir die Karten heute gewogen. Ah, ich kenne diesen Glanz in euren Augen. Ich nehme an, ihr habt gute Karten? Ihr habt wirklich gute Reflexe. Ich bin beeindruckt. Und was mein Betrügen betrifft, nun, das Spiel ist unwichtig. Ich wollte nur sehen, ob ihr mich überlisten könnt. Ihr habt bewiesen, dass ihr sowohl schnell als auch einfallsreich seid. Es wäre mir eine Ehre, meine Fähigkeiten an euch weiterzugeben. Kommt, wir brauchen dafür ein wenig Platz.
Ich glaube nicht, dass ich euch noch etwas beibringen kann. Vielleicht könntet ihr ja weitererzählen, woher ihr euer Wissen habt. Ich hatte gehofft, euch zu treffen. Ich habe gehört, was in der Perle geschehen ist. Kratzer, Schrammen und ein paar zerbrochene Dinge, aber keine Toten. Ihr habt euch wirklich zurückgehalten. Die Arbeiter in der Perle werden... Einige dieser Männer gehörten zu mir, ihr Wachhunde. Wer den weißen Falken ein Haar krümmt, muss sich vor mir verantworten. Ich verstehe. Haltet euch nicht damit auf, dieses Gesindel zu verschonen. Hier wird es gleich unschön. Feinde nähern sich... Es gibt wirklich Leute, die euch freiwillig angreifen? Wie dumm kann man sein? Hier ist die versprochene Bezahlung. Wenn ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht noch mehr Arbeit für euch. Aber ich kehre jetzt ins Händlerviertel zurück. Die Seitengassen sind einfach zu gefährlich für mich. Selbstverständlich. Recht. Ich verstehe.
Feinde nähern sich. Selbstverständlich. Tötet sie. Ja? Soll es sein. So soll es sein. Guten Tag. Ich bin bereit. Wie ihr wünscht. Meine Wächter sind es schon. Ja! Yeah.
bald doch eine Lösung. Wird erledigt. Wie ihr meint. In Ordnung. Ihr? Wir wollten gerade die Jungs eine Hetzjagd nach euch veranstalten lassen. Der Boss sagt, legt sie um! Es scheint, als hätten wir Gesellschaft. Reißt sie in Stücke! Jetzt findest du deine Hände.
Lasst mich in Frieden. Ich werde es tun. Wird erledigt.
Ich verstehe. Ja. Aber natürlich. Einen guten Tag noch.